Natürlich, die tägliche Case, eine fantastische Profil-Review, höchstwahrscheinlich jedenfalls. Eine neue Fantasy-Liga für die Playoffs von der IEM Chengdu, dazu natürlich der Sieger von der Gruppenphase von diesem Turnier. Kommende Matches und kurzer Recap über den letzten Stream. Es ist ein Fest. Damit einen wunderschönen guten Morgen an diesem fantastischen Donnerstag. Ich habe einen Haar im Mund. Meins oder von Lucky? Ich bin mir unsicher. Aber, wie gesagt, Fantasy-Liga generell. Müssen wir mal kurz drüber reden. Erstmal hier, IEM Chengdu, natürlich, vom 8. April bis 14. April. Wir haben hier die kommenden Playoffs, anfänglich am Freitag. Aber die Gruppenphase war sehr spannend. G2 gegen Nines, Liquid hat Heroic rasiert und anschließend G2, das war wild, von Maus komplett aufs Maul bekommen. Das war natürlich sehr tragisch. Alles in allem, Astralis 2-0 Face geschlagen, war auch sehr wild. Astralis mit Device jetzt als IGL, äußerst interessant. 13-2, die Maps gegen FaZe, 13-7, 13-4 gegen Virtus Pro, 13-6, 13-7. Die sind hier komplett durchmarschiert durch das Ding, genauso wie Maus. Maus hat eine Map gegen Furia verloren und gegen Tailu 11 Runden, das war ein sehr knappes Ding. Aber dementsprechend jetzt hier im kommenden Bracket, Maus und Astralis jeweils im Halbfinale. Am Freitagmorgen Virtus Pro gegen G2 und am Mittag Liquid gegen FaZe. Davon der jeweilige Sieger gegen Maus oder Astralis. Es ist ein Fest und dafür haben wir natürlich eine Fantasy-Liga aufgestellt. Lieben Dank an Triss fürs Machen, Joni fürs mehr oder weniger Publishen, auch bei uns im Chat. Im Chat natürlich, bei uns im Stream, ich bin schon angemeldet, natürlich. Hier ist mein Team, jedenfalls hoppala. Hier ist mein Team. Kerrigan, Shuhei, Device, Jimmy und Rain. Ich bin mal sehr gespannt. Von der Idee her kann man hier natürlich kritisieren, klar, logisch, aber ich bin mal offen. Sagen wir, wie es ist. Natürlich hier drei Leute direkt aus dem Halbfinale gepickt. Kann man auch von der Idee her sagen, nicht ganz klug, weil natürlich die Teams aus dem Quarterfinal, sprich Virtus Pro, G2, Liquid oder FaZe, davon spielen potenziell zwei Teams drei Matches. Beispielsweise sollte Liquid natürlich Quarterfinal gewinnen gegen FaZe, gewinnen Halbfinale gegen Astralis, sind sie im Grand Final, spielen drei Matches. Wäre natürlich von der Anzahl her wesentlich geiler, um Punkte zu sammeln für die Fantasy-Liga, als jetzt zu sagen, wir nehmen Astralis, die fliegen gegen Liquid raus und wir haben ein Game gehabt. Nicht ganz der beste Topf, um Punkte zu sammeln. Sagen wir, wie es ist. Aber von der Idee her, nehmen wir es erstmal mit. Ich bin sehr gespannt. Hier haben wir die Fantasy-Liga, unser Fantasy-Turnier, für die Gruppenphase. Lapyrus Umzugsteam lief gar nicht gut, ganz und gar nicht. Ich bin Platz 30 von 35, komplett reingeschissen. Boomage war alles andere als schön, Nerds hat richtig reingekackt. Wo Leute also Device, Monacy, Nico oder Jimmy hatten von Maus, hatte ich hier Boomage oder Nerds, das war natürlich alles andere als geil, muss man sagen. Hier aber, wichtig, Standings, Platz 1, Kerrigan. Moment, kurz durchrotieren. Das ist unser Halo. Dementsprechend hat Halo natürlich gewonnen, genauso wie Reniak und Leo. Ersten drei Platzierungen bekommen natürlich eine Kleinigkeit, keine Frage. Dementsprechend machen wir hier alles ready, um euch Sachen zukommen zu lassen. Und das machen wir jetzt natürlich bei der neuen Liga genauso. Dementsprechend, Link ist in der Beschreibung. Macht mit, habt eine schöne Zeit. Wir haben im Discord extra inzwischen einen Channel eingeräumt, eine Rubrik, um über das Turnier zu reden. Dementsprechend da, viel Spaß dabei. Es ist wild. Es ist geil. Ich freue mich sehr. Dementsprechend dazu alles in der Beschreibung natürlich. Wild ist das. Äußerst, äußerst geil. Ansonsten, ganz kurze Randnotiz, falls jemand in der Nacht nichts zu tun haben sollte. Es laufen gerade die ESL Challenger Leagues South America. Dementsprechend die ganze Nacht komplett durch. Professionelles, semi-professionelles, im Zweifel Counter-Strike. Geil ist das. Nur am Rande. Dementsprechend würde ich sagen, kommen wir zur täglichen Case. Eine wunderschöne Dreams and Nightmares natürlich. Wir haben aktuell sowohl hier bei Case & Kaffee auf YouTube als auch bei uns live im Stream komplett nur blau. Es ist furchtbar. Gestern das Video war im Prinzip der Anreiz, keine Cases zu öffnen, jeden Cent, jeden Euro, den man hier reinstecken würde, beiseite zu packen, sich davon dann über längere Zeitraum Skins zu kaufen. Es ist wesentlich klüger. Sagen wir, wie es ist. Aber Dreams and Nightmares Case, diese hier, kommt nicht von irgendwo. Sie kommt vom lieben Mori. Lange bei YouTube dabei, inzwischen auch beim Stream, hat mich sehr gefreut, Steam Level 89, Purple Icon, wir sehen es hier, es ist im Prinzip wieder Phase. Wir hatten gestern schon ein sehr lilanes Item, Quatsch, Inventar, und hier wieder, ich bin sehr gespannt über die Differenzen der beiden. Ansonsten, Fan von Katowice 15, finde ich sehr wild, finde ich sehr geil, sind meiner Meinung nach ebenfalls schöne Sticker dabei.
Hier, Item Showcase, Badges am Start. Pick'em Challenges, Gold, Diamond für Stockholm 21, Wild. Und ansonsten Service Medals, Service Medals, Service Medals von 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nee, haha, eine fehlt. Mori, das ist natürlich schmerzhaft. Das ist äußerst, äußerst schmerzhaft. Knapp 4000 Stunden am Start. CS Library ebenfalls da. Das ist Wild, Badge Collector. Mori, es ist alles, 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 alles Purple. Stick Fight the Game ist, glaube ich, ziemlich geil, muss ich sagen. Habe ich nur ansatzweise gesehen, aber hier ganz kurz mitgenommen. Ach ja, es ist genauso wild, wie man sich ein Stickfight vorstellen würde. Sehr interessant. Mit Waffe, ja moin, Alter. Natürlich sehr geil. Sehr goofy, aber sieht sehr lustig aus auf jeden Fall. Vielleicht tatsächlich was für einen Stream, muss ich sagen. Wir erweitern uns ja, muss ich sagen. Es ist ja, wir entwickeln uns auch weiter. Wir haben ein Leben außerhalb von CS und wir sind im Stream nicht zu schade, das zu zeigen. Aber Mori, dir erstmal, vielen Dank für die Case und wir schauen jetzt natürlich rein ins Inventar. Da bin ich gespannt. Wie gesagt, gestern hatten wir eins. Das waren knapp 7000, 6000 Kohlen. Auf dem Herd, hier haben wir 2,5k. Sehr interessant. Wir haben schon ein bisschen im Stream gestern schon ein bisschen drüber gesprochen. Onitaji, und wir sehen es hier natürlich, SK Gaming Holo, ist also hier das Gesetz im Prinzip. Kommt auch sehr gut, zumindest bei der Onitaji schon mal. Erster guter Anfang. Imperial Plates hatten wir gestern auch schon. Twilight Galaxy. Hier haben wir im Stream drüber gesprochen. Die war ein bisschen, Mori, sei mir nicht böse, ich sag's, wie es ist, ein bisschen verunstaltet. Mit Stickern haben wir überzeugen können, den lieben Mori, das zu ändern. Wie ich finde, auch vollkommen berechtigt. Denn die Twilight Galaxy, das ist so ein geiler Skin. Die ist so phänomenal schick. Und das dann im Prinzip abzuwerten, den Fokus zu verschieben von diesem schönen Skin auf nicht so schöne Sticker, das darf man nicht machen. Ganz und gar nicht. Generell Glock, meiner Meinung nach, hat Platz für ein geiles Sticker-Placement. Der Griff muss frei bleiben, meiner Meinung nach. Das geht gar nicht anders. Lauf, nur sporadisch wirklich geil, den zuzuklatschen. Es gibt hier eine schöne Position und das ist die hier. Kann ich auch gleich mal zeigen. Wir haben hier eine wunderschöne Twilight Galaxy mit Crown voll. Natürlich nicht bezahlbar, darum geht es ja gerade gar nicht. Der springende Punkt ist aber, dass die Idee funktioniert. Ich meine, über das genaue Placement kann man hier jetzt drüber streiten, keine Frage. Es ist nur mal schnell hingezaubert, aber die Idee ist, glaube ich, einleuchtend. Und genau darum geht's, denn das Ding sieht einfach phänomenal geil aus. Meine Güte, der Skin atmet, der kommt, der wirkt. Die Twilight Galaxy ist das, was sie ist, aber verziert mit einem schönen Sticker meiner Meinung nach. Also ich bin Fan. Ich sehe Ruben schon in den Kommentaren, hey, Crown Foil ist doch voll wack. Nee, Bullshit. Ist nur geil. Mori, wir kommen wieder zurück. Knife, Huntsman Freehand. Ich bin ja Fan. Ich bin ja wirklich Fan im Herzen vom Huntsman generell. Huntsman Knife ist mega cool. Einfach ist die Coolness in Knife-Personalie einfach phänomenal. Bedauerlicherweise sehr schnell, sehr langweilig. Pullout-Animation arbeitet sich sehr schnell ab, meiner Meinung nach. Inspect-Animation ist sehr normal. Und ab da wird es dann im Prinzip auch ziemlich langweilig. Muss ich sagen. Also, bedauerlicherweise, ich bin Fan. Ich lieb's. Huntsman Fate, Huntsman Tiger Tooth, Knight, Crimson Web, alles irgendwie, also das meiste schon mal da gewesen. Es ist fantastisch, meiner Meinung nach. Aber leider, leider, leider wird es meiner Meinung nach auch schnell langweilig. Dennoch freue ich mich. Ist geil. Gerade Freehand. Huntsman, finde ich, kommt noch mit am besten von den Knives, die man da haben kann. Dignitas Holo Clone 16. Auf der Jagd natürlich nach dem SK Gaming. Ist, glaube ich, klar. Aber Dignitas, allgemein gesprochen, geiles Logo. Ich finde es hammerhart. Mega schick. Eigentlich, wenn ich jetzt so gerade drüber nachdenke, eigentlich ein Sticker für meine Buzzkill. Hier ist theoretisch noch Platz. Ich sag's, wie es ist. Team Dignitas ist, also rein von den Stickern her, ganz weit oben bei mir im Kurs. Finde ich sehr wild. Katowice Titan 15, sehr stark. Neon Rider, SK Gaming Craft, schauen wir uns noch genauer an, auf jeden Fall. Sehr interessant. Die Sticker sehen sehr winzig aus, ehrlich gesagt. Die sind ziemlich klein. Oder trügt der Schein. Aber die sind doch winzig. Wahrscheinlich, weil das Motiv, weil der Rahmen, die Border, die wir jetzt schon wieder nicht bekommen haben mit Kopenhagen, weil die wahrscheinlich so groß ist, ist das Team-Logo so klein und dadurch wirkt es wahrscheinlich so winzig. Ein bisschen schade auch. Aber rein farblich natürlich passend. Gar keine Frage. Gehen wir kurz weiter drauf ein. Phoenix Blacklight haben wir, glaube ich, auch gesehen beim anderen Herrn Kollegen. Hellfire passt nicht ganz. Katowice Hellraisers, SK Gaming Holo. Digital Architect haben wir, glaube ich, auch gesehen. Kumisha Dragon ebenfalls. Black Lotus, auch diese. Ultraviolet. Magna Carta tatsächlich auch, exakt gleich. Purple DD-Pad USPS, auch die war dabei. Knight heißt, ist, glaube ich, jetzt in diesem Fall, Mori, tatsächlich eine Differenz.
Finde ich aber sehr passend auch. Finde ich ziemlich geil. Gefällt mir auch, allgemein als Skin. Ist ein Mil-Spec, davon habe ich natürlich inzwischen genug, aber Deagle Skin ist tatsächlich schick, wie ich finde. Die Baroque Purple haben wir auch gesehen. Hier mit Evil Genius ist am Start. Schauen wir auch mal genauer rein. Ist, ja, geil, passend. Mega gut. Wir haben beim anderen Kollegen, der Name ist mir entfallen, das ist natürlich ein bisschen peinlich. Er hatte gemeint, er ist zum Beispiel kein Fan von der Neon Rider und hat dementsprechend die Baroque Purple als so ein bisschen Alternative, auch die Black Lemonade am Start gehabt. Hier dementsprechend ein bisschen ähnlich in der Hinsicht. Revolver Fade, interessant. Topo-Peak, Flux, MP7, Fade, Desolate Space natürlich, ja, SK Gaming viermal am Start. Schick. Also, ja gut, kann man drüber streiten, sehe ich ein. Aber für das Thema Purple, SK Gaming Holo, funktioniert. Es tut das, was es tun soll. Über die reden wir nicht. Schön. PGL Legends Package ist noch am Start. Für Patches, interessant. Aber ansonsten, Mori, muss ich sagen, ich bin Fan. Moonrise, natürlich. RMRs, ja geil. Nee, Stockholm! Ach du Scheiße. Kurz voll vertan, aber die RMRs sind, glaube ich, auch hoch, meines Wissens nach. Aber sehr interessant. Sehr schön. Einige am Start, das ist gut. Investierungsmöglichkeiten, auf jeden Fall. Haben wir auch im Stream gerne drüber geredet, so auch zum Beispiel gestern Abend. Haben wir darüber philosophiert, wieso die Dreams and Nightmares Case eigentlich so fantastisch geil ist. Denn Dreams and Nightmares Case, natürlich, skintechnisch, absoluter Reinfall. Das ist hier alles andere als geil. Was hier noch schick ist, ist natürlich AK und MP9. Die beiden Reds. Nightwish bin ich großer Fan von. Alternativ natürlich die Knives. Das ist hier der absolute Selling Point. Gerade Dreams and Nightmares Case bei 85 Cent. Mit dem Update vom Arms Race Modus kam auch mit hinein eine neue Case. Kilowatt Case. Dadurch kam eine Case aus der Rotation raus, nämlich Snakebite. Snakebite ist jetzt außerhalb des aktiven Droppools. Dreams and Nightmares ist aber noch drin. So, jetzt an die Leute, die natürlich klug waren. Dreams and Nightmares Case, wenn so eine Case droppt, droppt natürlich erstmal der ganze Markt. So auch zum Beispiel hier, Moment, nein, noch ein bisschen vorher, ungefähr hier in dem Rahmen Februar, da war die Case ungefähr bei 60 Cent. Sowas hier, 60 Cent, irgendwie sowas. In dem Rahmen, wenn man dafür 60 Cent, sagen wir mal 65, meinetwegen 70 Cent eingekauft hat, ist man jetzt schon wieder im Plus innerhalb von einem Monat. Das ist innerhalb der Case-Welt ziemlich krass, meiner Meinung nach. Das ist nicht selbstverständlich. Und, was ich hier zeigen kann, eine wunderschöne Excel-Tabelle. Einmal kurz aufgelistet, welches Knife willst du haben? Zum Beispiel, Moment mal, da sind wir tatsächlich inzwischen ein bisschen zu klein. Karambit, welches Finish? Tiger Tooth gibt's in Chroma 1, 2 und 3. So, so von der Herangehensweise für diese wunderschöne Tabelle. Und so auch, wenn man jetzt sagen möchte, ey, ich bin auf der Jagd, nach einem Butterfly, Gamma Doppler gibt es in Dreams and Nightmares und, aha, Operation Riptide. Operation Riptide kostet inzwischen 5,20 € bei Steam, hat bescheidene Skins in Red und Purple, finde ich alle absolut furchtbar. Turbo Peak ist natürlich ein Skin fürs Herz, weil ich Autos liebe, aber wenn man nicht gerade einen Purple Loadout hat, wie Mori oder der Kollege von gestern, dann ist das doch vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde sie geil, aber ich, wie gesagt, ich mag auch Autos. Ansonsten, Purples finde ich äußerst stark, bis auf die Max 7. Und Blues gibt es ebenfalls einige edle Skins, aber das suchst du ja nicht, wenn du eine Operation Riptide Case hebelst. Denn hier kostet eine Case 5 €, dazu noch Keys on top, dann hast du hier gleich die Black Lotus in FN. Also hier muss man nicht hebeln, ganz im Gegenteil. Heißt aber auch, wenn man Operation Case, Quatsch, wenn man die Operation Riptide nicht hebeln möchte, für 5,10 €, 5,20 €, bleibt man bei der Dreams and Nightmares Case, die wird irgendwann aus dem Droppool rauskommen und dann stehst du da, auf der Jagd, mit dem Verlangen nach dem Butterfly Emerald und dann musst du Dreams and Nightmares Case hebeln und auf einmal ist das Ding so viel wert wie die Riptide. Ich sag's wie es ist, dementsprechend hier meine Empfehlung, natürlich auf eigene Gefahr, Risiko, ich hafte für gar nichts, bin kein Experte, ganz weit weg davon, aber meiner Meinung nach ist das eine sichere Wette und die Leute, die bei dem Snakebite Rausschiebungstermin, das war zusammengewürfelt, in Dreams and Nightmares investiert haben, die haben jetzt schon, sind jetzt schon in der sicheren Seite, jetzt schon in trockenen Tüchern, meiner Güte, Alter, fantastisch ist das. So, wir gehen, Mori, vielen Dank für die Case, in genau diese. Dreams and Nightmares, wir haben es gerade gesagt, fantastische Case wegen den Knives. Hallo Lucky, was geht? Schön, dass du da bist. Aber Skins ist wirklich furchtbar. Dementsprechend, gehen wir hier rein. Mori, ich hoffe für das Beste. Das Beste wäre tatsächlich Butterfly Emerald. Das ist ein Scam. Ich wurde rausgekickt. Und jetzt? Counter-Strike. Live-Update oder was? Da will man einfach eine Case hebeln, ne? Geht nicht. Einfach geht nicht. So, jetzt ist es da. Ich meine, wir hatten jetzt sehr viel Blau in letzter Zeit. Wir hatten so viel Blau, dass ich den Nickname Blue Piru bekommen habe. Das sagt schon was aus. Dementsprechend hier jetzt keine große Hoffnung. Aber wenn es der Fall sein sollte, dann ist das wirklich sehr dramatisch. Nee, ja.
Hatte ich kurz gehofft, ja, vielleicht. Aber wir hatten es auch gestern im Stream. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt. Und das ist ja auch wieder passiert. Mac 10 Ensnared. Also wirklich, das ist ja alles andere als geil. Was haben wir hier floatmäßig? 1446. Sieht wesentlich besser aus, meiner Meinung nach. Aber dann dementsprechend auch hier im Cent-Bereich unterwegs. Schmerzhaft 10. Jawohl. Müssen wir nicht drüber reden. Nerd, und nochmal vielen Dank für die Glock Vogue. Neuer Giveaway-Skin. Sowie zum Beispiel auch die AKS Cold, die wir jetzt im Stream verlost haben. Nur mal so am Rande. Genauso auch noch wie andere Möglichkeiten wie eine Farmers Commemoration, USPS Neo Noir, A4 Neo Noir, AK Slate, AWP Duality, eine wunderschöne AK Safari Mesh mit Virtus Pro, Katowice 14, 15 und DreamHack 14. Also nur mal so am Rande. Was wir hier im Stream für Giveaways raushauen, das kann man sich schon mal gönnen. Sage ich, wie es ist. Damit aber erstmal einen wunderschönen guten Morgen an diesem fantastischen Donnerstag. Case und Kaffee wieder ein bisschen zurück in der Spur. Dementsprechend ein großes Fest. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in diesen Tag. Den habt ihr damit offiziell gehabt. Und wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Heute Abend, Donnerstagabend, ist natürlich wieder Livestream-Tag. Dementsprechend kommt gerne vorbei. Giveaway, wie gesagt, gibt's natürlich ebenfalls. Bisschen reden über Skins, bisschen reden über Investments. Das ist alles am Start. Bisschen vielleicht sogar YouTube-Videos schauen. Wir gucken mal, wie wir es anstellen. Aber ein Fest wird es auf jeden Fall. Dementsprechend viel Erfolg bei dem, was ihr heute tun werdet. Und wir hören uns entweder heute Abend live im Stream oder morgen wieder in alter Frische. Bis dahin.